guten Abend, liebe friedensbewegte Menschen, die trotz Kälte hier erscheinen. Danke vielmals. Jeder von euch ist ein Tapferer oder eine Tapfere. Danke. Ich möchte ganz kurz etwas aus meinem Leben ganz kurz erzählen und dann werde ich den Stan bitten zu kommen. Ich bin heute in der Früh, was ich selten tue, vom Radio aufgeweckt worden. Ö1, literarisches Radioprogramm, hat gerade aufgehört. Die Sprecherin kündigt die darauffolgende Nachrichtensendung mit einer etwas naiven Überleitung an. Sie sagt, von der Dichtung nun zur Wahrheit, die Nachrichten. Ich habe ein schallendes Gelächter losgelassen, weil das einfach zu schön ist und der ORF damit gleich die erste Komikeinlage des Morgens gebracht hat. Aber es wird dann noch besser. Online-News im ORF von heute Morgen. Folgende Nachricht. Vorerst keine neuen Charlie Hebdo-Ausgaben. Nach dem islamistischen Terroranschlag gegen Charlie Hebdo im Jänner setzt das französische Satire-Magazin sein Erscheinen vorerst aus. Sie werde in einigen Wochen wieder an den Zeitungskiosken ausliegen, schrieb die Redaktion gestern auf ihrer Homepage. Die Mitarbeiter seien müde und erschöpft, erklärte Anne Hommel, die seit dem Anschlag am 7. Jänner mit insgesamt 12 Toten für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig ist. Mir ist der Mund offen geblieben. Ich habe den Satz noch einmal lesen müssen. Kurz und gut, sie hat den Beistrich. Irgendjemand hat den Beistrich vergessen. Irgendwie passt es aber, diese Satire. Und so tragisch das Schicksal dieser 12 Menschen war, der Text selber, den der ORF News geschrieben hat, ist nicht sehr harmlos. Weil, erstens, was bedeutet, wissen wir, dass es tatsächlich islamistisch war? Und wissen wir tatsächlich, dass es ein islamistischer Terror war? Das ist nämlich noch gar nicht bewiesen. Und ich habe nur drei Komponenten, die mir aufgefallen sind, abgesehen davon, dass ich sehr stark an 9-11 erinnert werde. 9-11 war für mich ein Event, der produziert worden ist, um eine Realität vorzugaukeln, die man dann eben machtpolitisch nützen kann. Und ich sehe Charlie Hebdo ähnlich. Erstens einmal, Charlie Hebdo gehört einem Mitglied der Familie Rothschild. Zweitens einmal, Charlie Hebdo wurde sowohl vor als auch nach dem Anschlag vom französischen Staat subventioniert und zwar mit nicht wenig. Dann ein anderes Indiz ist, dass der französische Präsident François Hollande in seiner Rede am 9.1. folgende Aussage gemacht hat. Ich sage sie auf Englisch. Those who committed these acts, these terrorists, these illuminated ones, these fanatics have nothing to do with the Muslim religion. So er sagt, die haben nichts mit der Muslim religion zu tun und er spricht von Illuminated Ones. Nun, im Französischen heißt Illuminé auch wahnhaft. Aber es hat Zweideutigkeit. Und diese Zweideutigkeit ist etwas sehr Typisches für dieses Spiel, das sozusagen hinter den Kulissen der offiziellen Politik getrieben wird. Dann gibt es noch einen dritten Punkt. Der berühmte Spruch Je suis Charlie ist eine Manipulation der ganz feinen Art. Und zwar, wenn man im Oxford Dictionary nachschaut, bedeutet Charlie der Fool, der Narr. Das heißt also, dass diese schön gedruckten schwarz-weißen Plakate, die da plötzlich millionenfach entstanden sind, mit denen die Menschen herumgerannt sind, wo drauf steht Je suis Charlie, nichts anderes heißt, dass Millionen herumrennen und sagen, ich bin ein Narr. Und ich kann mir vorstellen, dass die Organisatoren dieses Anschlags auf Charlie Hebdo sich die Bäuche gehalten haben vor Lachen und gesehen haben, wie leicht die Menschen wieder mal manipuliert werden konnten. Es ist eigentlich ein skrupelloser Hochmut, den die machen und zeigen. Und die Presse ist ein herrliches Werkzeug in ihren Händen, in jeder Form. Am 14.01.2015 wurde in Deutschland das Wort Lügenpresse verboten. Ich meine, wahrscheinlich, sagt man aus historischen Gründen.
es wurde zum Unwort. Und zwar gibt es da eine Unwortjury unter dem Vorsitz der Sprachwissenschaftlerin Nina Janich aus Darmstadt. MM News schreibt dazu: Wie jedes Jahr werden einzelne Worte und Begriffe auf den Prüfstand gestellt. Auch dieses Jahr befasste sich die deutsche Sprachzulassungsbehörde wieder mit alten und neuen Wortschöpfungen. So wurde der Begriff Putin-Versteher, Pegida und auch viele andere Begriffe näher unter die Lupe genommen und geprüft. Ob man solche Wortschöpfungen im öffentlichen Sprachgebrauch noch zulassen kann? Man kam einstimmig zu dem Ergebnis, dass der Begriff Lügenpresse derzeit am problematischsten ist. Ein EU-Sprecher zeigte sich angesichts dieser Entscheidung erleichtert. Sprache steuert Denken, Sie wissen es also. Es ist höchste Zeit, dass wir das Übel an der Wurzel packen und bestimmte Begriffe einfach nicht mehr zulassen. Nun, ich habe einen Vorschlag, dass dieses schlimme, historisch belastete Wort Lügenpresse wirklich nicht mehr verwendet wird. Mein Vorschlag: Warnpresse. W-A-H-N. Und um gründlich zu sein, auch gleich Warnkommission und Warnjury. Und ich gebe auch gleich die Definition dazu. Institutionen oder Organisationen, die dem Wahn verfallen sind, leben und freie Kreativität bestimmen und unterdrücken zu wollen. Und hier die Definition von Wahn aus dem deutschen Duden. Einbildung, irrige Annahme, falsche Vorstellung, die sich bei jemandem festgesetzt hat, krankhafte, in der realen Umwelt nicht zu begründende, zwanghafte Einbildung, Illusion, irrige Annahme und so weiter und so fort. Danke. Ich brauche die letzte Seite. Ich bin gleich vorbei. Ich muss nur umblättern. Es geht nicht mit kalten Fingern. So. Moment, Entschuldigung. Ah ja. Ja, halt mir mal das bitte, sei so lieb. Und dann kann ich vielleicht diese zwei auseinanderbringen. So. Gut. Also ich lade ein, diese neue Wortkreation, die Warnpresse, einzusetzen und die Lügenpresse im Nebel einer dunklen Vergangenheit verschwinden zu lassen. Warnpresse ist doch ein viel treffenderer Begriff. Und ich möchte mit den Worten vom Faust I, Johann Goethe, sprechen. Mit Worten lässt sich trefflich streiten. Und der Mephistopheles sagt, im Ganzen haltet euch an Worte, dann geht ihr durch die sichere Pforte zum Tempel der Gewissheit hin. Schüler, doch ein Begriff muss bei dem Worte sein. Mephistopheles, schon gut. Nur muss man sich nicht allzu ängstlich quälen. Denn eben, wo Begriffe fehlen, da stellt ein Wort zur rechten Zeit sich ein. Mit Worten lässt sich trefflich streiten. Mit Worten ein System bereiten. An Worte lässt sich trefflich glauben. Von einem Wort lässt sich kein Jota rauben. Danke. Und jetzt möchte ich den Stan bitten.